Hallihallo, ihr Lieben. Willkommen zurück bei Ark Genesis. Ist genau dieselbe Stelle, wo wir es jetzt aufgehört haben. Und hier möchte ich auch weitermachen. Es sieht gerade etwas ruhig aus und nach Nacht. Ja. Was jetzt der Plan erstmal ist, was die Ark-Folgen angeht, einmal, dass ich vielleicht erstmal eine Woche oder so tatsächlich versuche, täglich eine Folge rauszubringen. Halt einfach, weil neu und dass man so ein bisschen den Hype auch beibehält. Vielleicht auch 2 Wochen. Mal gucken, wie ich es auch zeitlich schaffe. Das ist ja auch immer so noch die Frage, die weiterhin relevant ist bei mir. Und genau, dass wir das erstmal machen. Und jetzt wollen wir ja das auch professionell angehen. So, und das heißt, professionell angehen, dass wir schon Missionen machen wollen, aber mit guter Vorbereitung. Und da glaube ich, gute Vorbereitung beinhaltet hier auch, dass man sich eine kleine Basis einrichtet. Was er sich jetzt beim Neuladen offensichtlich nicht gemerkt hat, welche Mission ich machen wollte. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist. Oh, es sieht doch so aus, als wären wir jetzt hier sogar näher dran an neuen Missionen. Also wir wollten ja eigentlich den Dodo, das Dodo-Hufeisen machen. Das ist 2873 Meter entfernt. Es gibt aber tatsächlich, ja gut, immer noch diese Mission, die hier wirklich nah dran ist. Wir können ja mal gucken, wo das ist. Da in der Richtung. Laut Karte dort. Ja, also was ich sagen wollte, theoretisch diesen, das Dodo Hufeisen werfen, probieren, eine annehmbare Stelle suchen, aber wenn wir jetzt einmal so nah dran sind an einer Mission, die wir nicht schaffen werden, so viel sei auch gleich gesagt. Vielleicht können wir es doch mal probieren, da nochmal hinzugehen. Meine Idee war nämlich dann auch, dass wir, falls wir sterben sollten, mal in ein anderes Biom gehen. Einfach um mal zu testen, wie es dort ist, ob eventuell im Menü die Schwierigkeitseinstellung für die Biome oder die, was da angegeben wurde, vielleicht falsch angegeben ist. Weil das, dafür, dass es hier ein leichtes Biom sein soll, finde ich es doch recht schwer. Wir sind jetzt schon so oft hier gestorben. Ich habe das ja mitbekommen. Jetzt, wenn es so dunkel ist, wird das tendenziell nicht besser. Jetzt habe ich hier nämlich hier die ganzen Schwärme, die Metrodon, quer einmal durch den Sumpf. Da ist auch wieder eine Ameise. Ich hoffe, die hat uns noch nicht gesehen, dass sie uns erstmal in Ruhe lässt. Ich ja, so viel dazu zum Ausruhen und Ausdauer auftanken. Kentro, muss ich auch aufpassen. Stegos sind egal. Immer dieses Target bei den Schwärmen. Sind wir wirklich nah dran inzwischen? Der Baum sieht auch interessant aus. Guck mal schnell, wo wir hier sind auf der Karte. Bin ich ja fast wieder in dem Originalgebiet. Mist. Drüben sehe ich da auch schon wieder Viecher rennen. Parasaurus, der wegrennt, ist immer kein gutes Zeichen.
Werde ich noch verfolgt? Weiß ich nicht. Ich versuche mal ein paar Bärchen zu essen. Viel haben wir ja nicht einstecken. Ja, Raptoren sehe ich da hinten. Okay. Ich versuche mal auf die andere Seite hier zu dem Bronto zu kommen. Also wahrscheinlich würden wir es schaffen, jetzt mal wieder zu zu einem Missionsdingens zu kommen. Aber wie gesagt, wir werden es nicht schaffen, die Mission zu beenden. So, und ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt, hier in so einer Missionsgegend. Ihr seht das unten an diesem magentafarbenen Symbol. Innerhalb einer Missionsgegend darf man nicht bauen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, hier errichte ich jetzt mal eben eine Basis. Aber wir gucken uns das jetzt mal an, wie das aussieht, wenn man so eine Mission auswählt, auch wenn wir die nicht schaffen werden. So ist dann wie so ein kleiner Loot-Drop ähnlich. Ich habe hier Optionen. Hier gibt es ein Inventar, was im Prinzip ja hier zum Hoch- und Runterladen von Dinos gedacht ist. Aber viel wichtiger ist, ich könnte jetzt die Mission starten, je nach Schwierigkeitsgrad. Wir würden dann natürlich das Einfachste machen. Also, Pollen von hoher Qualität soll man auffinden, dabei aber die giftigen vermeiden und uns vor den territorialen Kreaturen schützen. So, 40 Minuten Zeit habe ich jetzt offensichtlich. Dann kriegen wir hier auch so ein bisschen Info. Haben rechts da auch was stehen und Checkpoints. Territoriale Kreaturen, ich sehe schon, was gemeint sein könnte. Muss ich jetzt hier hin, ja? Das ist jetzt der Checkpoint. Wait hier. Ich darf also auch gar nicht weit weggehen. Und schon geht's los. Spinnen. Was haben wir hier noch? Caprosuchus. Ja. Wie gesagt, ne? Aber ihr habt jetzt mal gesehen, wie so eine Mission aussehen könnte. Und ja, also ich überlege gerade, ob ich vielleicht doch ein anderes Biom jetzt suche. Arktik kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass es leicht sein soll. Luna ist sehr schwer. Ozean ist schwer. Vulkan ist sehr schwer. Also ich bleibe wahrscheinlich doch erstmal noch hier und hoffe, dass ich vielleicht doch mal irgendwie näher an so einer Mission, an einer einfachen Mission spawnen kann, beziehungsweise mal ein Gebiet finde, wo ich mich dann auch einrichten kann. Ich schau mal eben, wo wir jetzt sind. Oh, das ist schon besser. Wesentlich besser. Da sind schöne Pflänzchen. Kann ich das hier vielleicht tatsächlich auch gleich nutzen als zum Niederlassen? Schöner Wasserfall. Sieht eigentlich nach einer tollen Gegend aus. Die Frage ist, wie sicher ist das? Ich will mir das vielleicht mal merken. Das ist dann dieses, ne, so sagen wir mal bei 72, 82, so in etwa. Könnte man sich vielleicht auch hier irgendwie mal niederlassen. Nein, vergesst es. Vergesst es einfach. Ja, das ist echt schwierig. Ja, gut, wir sind im Prinzip genau an derselben Stelle wieder gespawnt wie gerade eben. Was ja nichts bedeuten muss oder nicht heißen muss, dass wir jetzt hier das komplett aufgeben müssen.
So, hier ist ein bisschen freiere Fläche, ein großer Baum. Ein Frosch. Vielleicht kann ich mich hier an dem großen Baum niederlassen. Für den Anfang. Ein Mistkäfer. So, irgendwie hier könnte doch ganz gut vielleicht sein, dass man das versucht. So. Von den Missionen. Ich schmeiße hier mal wieder den ganzen Schnatterratterteng weg. Hol mir nur wieder die Steine. Von den Missionen. Es ist ja jetzt eigentlich auch sinnlos, die weiter zu tracken. Das hier ist eigentlich gar nicht so schlecht. Hier versteckte Punkte finden. Ist auch nah dran. Oh, wenn ich aber sehe, hier die schwierige spinnenähnliche Mission ist auch relativ nah. Shot Clock ist relativ weit. Gut. Ja, aber das ist wahrscheinlich erstmal auch sinnvoller. Können wir dann in Angriff nehmen, sobald wir uns hier ein bisschen eingerichtet haben. Also das würde ich jetzt tatsächlich mal probieren wollen, dass wir uns hier eine kleine Basis einrichten. Inklusive Bett zum Respawn. Na, das ist ja eigentlich so ein wichtiges Teil. Die Gegend an sich gefällt mir auch ganz gut. Kann jetzt nicht einschätzen, wie sicher sie ist. Ich hoffe, sie ist sicherer als so manch andere Gegend. Hier auch so Kuhlen drin. Vielleicht auch nicht schlecht sind zum Bauen. Guck mal, hier kann man eigentlich ganz, ganz gut sich einrichten, vielleicht. Mal hier so die Ecke abschließen. Zumachen. Und die hier drüben. Also wenn das geht, wenn ich hier drunter bauen kann, wäre das doch eigentlich fast ideal. Tapeas. Hier gibt es Ressourcen. Ich glaube, wir haben eine relativ gute Stelle jetzt gefunden. Und solange wir die Frösche da nicht aus Versehen hauen, tun die uns ja auch nichts, ne? Das klingt wieder nach Schwarm. Kann man die... Ach, das ist so nervig, wirklich. Das ist extremst nervig mit dem Schwarm. So, okay. Machen wir das mal so. Dann wollen wir, wie gesagt, bauen. Deswegen brauchen wir sowieso das ganze Zeugs hier. Slingshot ist vielleicht auch nicht verkehrt. Und das Bett brauchen wir dann. So, dafür brauche ich jetzt
Stroh und Holz. Haben wir jetzt schon einmal wenigstens Holz mit rausbekommen? Noch nicht. Komm, gib mir doch endlich mal auch ein Holz. Normalerweise kriegt man ja doch hin und wieder mal ein Stück Holz. Der Baum irgendwie will nicht. Bist du ein normaler Baum? Doch. Jetzt. Okay. Komm nicht gleich so. Jetzt sind wir schon wieder Target. Hallo. Das ist so mega, mega nervig. Hey, du. Es kotzt mich alles an hier mit euch. Yeah. Sind zwar wieder fast tot, aber wir haben dieses blöde Vieh hier besiegen können. Ich kann ja mal probieren, ob die Fackel was bringen würde gegen die Schwärme. Ich glaube es zwar nicht. Aber wenn man es nicht versucht, wird man es nicht herausfinden können, ne? So, also Ziel sollte sein, wenigstens mal ein Bett mitzubauen, sodass, wenn wir sterben, wir wenigstens auch hier wieder in der Gegend spawnen können. Das sollte das erste Ziel sein und dann könnten wir uns ja eigentlich auch mal diese leichte Mission jetzt vornehmen, die nur so 600 Meter von hier entfernt ist, 670. Das wäre jetzt so der Plan. Diese Schwärme. Ja, offensichtlich mit dem Feuer, das bringt genau gar nichts. Was bist denn du? Hatte wirklich gehofft, dass man hier eventuell mit dem Feuer irgendwie dagegen wirken kann. Ich bin immer Target. Immer bin ich das Target. Ich will nicht das Target mehr sein. Keine Ausdauer mehr.
Aber es muss da ja auch eine Möglichkeit geben, irgendwie gegen die Dinger zu wirken. Weil das ja so echt irgendwie doof ist. Jetzt auch nicht zu weit hier in die Richtung rennen. Weil ich hier dann wieder nicht weiß, was für andere Gefahren noch auf einen warten. Ich hörte es doch immer noch hier, die Viecher. So ein Mist. Wieder Target, natürlich. Ist ja auch nichts Neues. Lasst mich in Ruhe. Danke. Ja, super nett und lieb und toll und überhaupt. Haben wir es jetzt? Echt schlimm. Okay, so, dafür brauche ich jetzt Holz, Fasern und Stroh, um mir so eine kleine Behausung bauen zu können. Dann gucken wir mal, dass wir hier so ein paar Bäume abernten können. Vielleicht nicht unbedingt die im Wasser. Und hier sind auch wieder Ameisen. Sammeln wir erstmal ein paar Fasern. Nebenbei was essen, auch ganz wichtig. Wir hier die ganze Zeit wegrennen müssen vor den Viechern. So, und dann gucken, dass wir irgendwie ein 2x2 großes Grundstück bauen können. Also hier Häuschen. Das würde mir ja erstmal reichen, dass ich da eine Stelle habe, um mein Bettchen unterzubringen. Eine Truhe, dass ich auch mal ein paar Sachen ablegen kann. Ich mache hier mal vorsichtshalber auch schon Gewicht, weil ich ein bisschen mehr tragen werden muss. So, also, 4 braucht man, deswegen machen wir mal 4. So, für das Bett, was das ist noch wichtig zu wissen. Was wir dann brauchen, auf jeden Fall Leder. Also das ist schwierig dann zu kriegen, das Leder. Was natürlich jetzt auch ganz klug von mir war. Jetzt bin ich hier überladen. Und gerade diese Strohsachen verringern meistens nicht das Gewicht, oder? Sitzen die jetzt hier unten?
ja interessant. Ich kann die nicht tot machen. Kriegt nichts angezeigt. Aber ich habe hier das Haussymbol. Ja, also eigentlich würde ich das schon gern hier irgendwie hinsetzen. So ein bisschen geschützt, hoffentlich. Müssen mal gucken, auf welcher Seite wir den Eingang machen. Wahrscheinlich da irgendwie. Level up. Und nochmal Leben. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch zwei Wände, eine Tür und dann ein Dach über dem Kopf. Was fehlt uns jetzt dafür? Auf jeden Fall alles Mögliche. Stroh, Stroh auf jeden Fall und Holz. Dann wahrscheinlich auch bald wieder. So, und ich habe es wahrscheinlich in der letzten Folge vergessen, nochmal zu erwähnen. Ich spiele erstmal komplett ohne Mods. Also auch S+ ist nicht drin. Das würde ich dann wahrscheinlich im Laufe des Spiels, wenn das dann auch mit der Mod-Entwicklung und dem Anpassen an das DLC hier alles passt, erst einfügen. So. So, dann machen wir da dann noch die Tür. Die Kiste bauen wir auch schon mal. Hier die Tür hin. Da haben wir wenigstens schon mal Sichtschutz. Ich glaube, vor den Insekten, das bringt uns dann nichts. Aber, ne? So ein bisschen sicherer fühle ich mich dann hier schon. So, dann kann ich hier auch schon mal wieder ein paar Sachen ablegen, die ich jetzt nicht gleich brauchen werde. Beziehungsweise die ich mir jetzt erstmal spare. So, für vier Dächer bräuchte ich jetzt noch Material. Gucken wir mal. Thatch Ceiling 3 kann ich machen. Ist ja schon mal was. Einfach nur, dass wir erstmal was haben. So. Und nochmal Level up. Machen wir nochmal. Vielleicht sollten wir auch mal Nahkampfschaden machen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Und was fehlt uns jetzt für das letzte Dach? Fasern und Holz. Dann gehen wir doch mal Fasern und Holz sammeln. So, und dann für das Bett auf jeden Fall Leder. Das heißt, es waren hier Moschops in der Nähe. Dass wir die ermorden, um an ihr Leder zu kommen. Die wehren sich ja meistens nicht. Aber ich glaube, hier diese Stelle ist gar nicht mal so verkehrt. Ist momentan, glaube ich, die sicherste, die ich bisher hier in dem Spiel entdeckt habe. Das sieht hier ein bisschen kreuz und quer aus. Aber wie gesagt, ist halt nicht S+, ne? Supi! Also, gucken wir nochmal nach. Für das Bett brauchen wir noch mehr Stroh und mehr
Und dann 40 Leder. Ich lege erstmal alles, was ich habe, obwohl macht auch nicht Sinn. Ich brauche ja für die Speere auf jeden Fall noch Zeugs. Also Fasern und Holz müssen wir behalten und Flint. Fasern und Holz und dann Flint brauchen wir noch. So. Flint haben wir ja hier. Würde man zumindest annehmen. Da brauche ich jetzt auch wieder irgendwie noch was anderes. Noch Stroh, was ich gerade weggelegt habe. Um das zu reparieren. Ich das Stroh wieder weglegen. Drei Speere. Gucken wir mal, wie weit wir damit dann kommen. Okay, also 40 Leder ist jetzt das Ziel, ohne dass wir jetzt sterben bei der Mission, uns dann mal endlich ein Bett zu bauen.